Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen auf Procida. Eine Insel direkt im Golf von Neapel zwischen Napoli und der Insel Ischia. Ein wunderschöner Ort, auf dem wir jetzt so die letzten zwei Tage verbracht haben und ich würde sagen, so die ein oder andere kulinarische Entdeckung und auch Begegnung gemacht haben. Und die möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Also freut euch auf eine Insel, Food und auch Kulturtour auf Procida. Und ihr seht, ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ich bin auf der Terrasse unseres Airbnbs. Ihr seht, im Hintergrund hängt auch unsere Wäsche noch. Und ja, schaut mal. Sieht aus wie auf Tatooine. Fehlen nur die Podracer. Auf jeden Fall, Leute, was wir heute machen werden. Wie schon angedeutet, eine kleine Foodtour durch die Insel. Und ich möchte euch einfach alles zeigen, was man auf der Insel so sehen kann und auch gut essen kann. Und schaut mal. Da vorne geht es in unser Airbnb. Hier wohnt voll die liebe Oma. Am liebsten würde ich sie fragen, ob wir mit ihr noch ein kleines Pasta-Video machen können oder ein Rezept. Und ja, die Kirche läutet auch pünktlich jede Viertelstunde. Und dort gehen wir später rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal was essen und später gibt es eine kleine Roomtour, dass sie so eine kleine Vorstellung bekommt, was man sich hier für welchen Preis holen kann, sag ich mal. Und ja, Ich würde sagen, wir starten. Però io glielo dico adesso. Aspetta. Magari sopra. Aspetta. Visto che siamo a mare. Ok, die Damenkopf gerade eine prochitanische Salat. Mhm. Wenn du willst, kannst du das filmen. Sie hat gerade nur die Kartoffel auf Feuer zu kochen und dann ab 11 Uhr sie wird diese Salat vorbereitet. 10:30, 11:00. 10:30, 11:00 Uhr da sein. Okay, perfetto Luigi, super. Perfetto, kein Problem. Okay, arrivederci. Also Leute, es gibt eine kleine Planänderung. Hast du gehört? Ja, so halb. Sie kocht irgendeinen Salat. Also sie kocht gerade einen Procida-Salat und wir können um 10:30 Uhr, 11 Uhr zu ihr kommen und dann den Rest kochen, uns anschauen und kochen. Geil. Und essen. Oh nice. Weißt du, wie sie heißt? Nein. Das müssen wir noch fahren. Ja. Die ist so süß. Also Frühstück bei unserer Oma. Gesagt, getan. Telefono. Si. Luigi. Vieni. Vieni. Io sto bollendo le patate. Ah, die Kartoffeln kochen schon. Le patate. Patate. Si, si. Also Leute, ihr habt gerade die Kartoffeln gesehen, die kochen, die Teil des procidanischen Salats werden, den wir jetzt dann gleich zubereiten. In ungefähr einer Stunde, meinte sie, sind die Kartoffeln fertig und dann gibt's Frühstück. Okay, ich glaube, es geht weiter. Vieni. Ah. Alici, sì, Alici. Adesso ti faccio vedere come le faccio. Also ich glaube, ihr Mann hat gerade unten vom Hafen frische Alici geholt. Also ihr seht, Victoria nimmt die Fische auseinander, der Kopf wird abgenommen und die Innereien rausgenommen und in eine weitere Schüssel gegeben. Und was dann passiert, wir haben keine Ahnung. Aber wir schauen einfach mal zu und lernen. Io ho cresciuto quattro figli. Adesso io faccio. Also was ich bisher verstanden habe, ist glaube ich, dass die Alicis auf jeden Fall frittiert werden, dass in den Salat Kartoffeln kommen und ob die Fische dann Teil des Salats werden oder nicht, das sehen wir später. Ah, schaut mal, da sind auch noch Eier am Kochen. Le ho lavate tre volte. Adesso prendo l'aceto e metto l'aceto. E adesso le faccio evaporare per due ore. Due ore devono stare nell'aceto. Poi le tolgo, le pulisco e le metto sotto sale. Die Fische wurden jetzt in weißen Essig eingelegt und wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Stunden müssen sie dort drin bleiben und dann sind sie fertig bzw. bereit, um frittiert zu werden. Ci vediamo. Grazie. Io sto qua. Come on.
Also Leute, wie ihr sehen könnt, unser Apartment ist direkt am Wasser, am sogenannten Marina Coricella. Das ist einer der zwei größeren Häfen hier auf Procida. Und entlang des Wassers, entlang des Hafens habt ihr auf jeden Fall ein paar kleine Restaurants, Cafés oder auch Gelaterien. Buongiorno. Und den trinkst du Kaffee? Ja, also, ich wollte bestellen einen Cappuccino mit einem doppelten Espresso. Und sie, ja, sie, sie. Und dann ist sie gekommen mit einem Cappuccino und einem doppelten Espresso. Also sie hat nicht verstanden, dass ich den Cappuccino... Hast du beide schon getrunken? Nein, ich habe mir da noch ein bisschen den Schaum rübergegeben. Mhm. Also das ist ein normaler Cappuccino. Okay, danke. Dann trinke ich jetzt Cappuccino ohne Schaum. Auf jeden Fall, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr süßes kleines Café, in dem wir uns hier eingefunden haben, das wir gestern bei einem kleinen Nachtspaziergang entdeckt haben. Und ja, hier genießen wir auf jeden Fall unseren schaumlosen Cappuccino und warten darauf, dass die Kartoffeln fertig sind für unseren procidanischen Salat. Oh, und schaut mal, Leckereien. Scusi. Un cappuccino e un cornetto pepperoni. Cornetto? Cornetto, sì. Ok, perfetto. Grazie. Und es gibt nichts Besseres, als sich einfach mit einem schaumigen Cappuccino und mit einem süßen, fluffigen, aber doch knusprigen italienischen Cornetto seinen Tag zu beginnen. Grazie. Prego. Was hast du dir gegönnt? Cornetto. Ist das jetzt wie ein Croissant oder ist das anders? Ein Cornetto ist, Luigi meinte, eine Mischung aus Croissant bzw. Croissant-Teig und Brioche-Teig. Mhm. So ein bisschen Croissant mit ein bisschen mehr. Ja. Ihr wisst schon. Und der Ablauf ist folgendermaßen: Ihr nehmt dieses Cornetto, welches das wahrscheinlich beste sein könnte, was ich bisher in Italien bzw. auf dieser Reise hatte, weil es auf jeden Fall sehr, sehr gut aussieht. Und auf Luigis Empfehlung. Auf jeden Fall dippen. Schön rein, bis fast der Schaum überläuft. Kurz vollsaugen lassen. Raus. Ah, verdammt, wir hätten noch umrühren sollen. Cappuccino immer zuerst umrühren, Regel Nummer 1. Dann nochmal in Fermente. Uff. Und dann einfach rein und genießen, Leute. Mmh. Lemon. Wir haben ein Lemon Cornetto. Die sind voll aufgefüllt hier, entweder mit Lemon, mit einer Marmelade oder mit Nutella oder Schokolade. Auf jeden Fall wundervolles Cornetto, es schmeckt genau wie ich es beschrieben habe. Es ist so ein bisschen dieser Brioche-Dampf dabei, aber es ist trotzdem leicht und trotzdem knusprig. Es ist so ein bisschen diese Brioche-Richtung mit dabei, aber es ist trotzdem super leicht, super knusprig. Und ihr seht so die einzelnen Schichten, wunderschönes Cornetto. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als dieses Hörnchen zusammen mit einem Cappuccino und einfach durch diesen türkisen, halbrunden Rahmen durchzublicken in das Meer, in den Hafen und einen wunderschönen Morgen zu genießen. Mhm. Auch so schön karamellisiert oben. Wundervoll, das ist tatsächlich das beste Cornetto, das ich auf dieser Italienreise hatte bisher. Krass, muss man ein bisschen Cappuccino kommen. Willst du probieren? Sicher? Okay, schade. Umso mehr für mich. Mm. Arrivederci, grazie. Ciao. Also Leute, wir gehen zurück die Treppe nach oben zu unserem Apartment. Und dann zeigen wir euch mal, wie es da so aussieht. Ihr kommt hier durch ein bisschen... Ja, wie vorhin schon gesagt, sieht aus wie bei Star Wars ein bisschen. Den Gang entlang, direkt zum Apartment, hinten die grüne Türe. Und wir wechseln in den Roomtour, in das Roomtour. Modus? Genau. Wir wechseln in den Roomtour-Modus. Wie ihr sehen könnt, wir kommen, wenn ihr den Raum betretet, beziehungsweise das Apartment betretet, kommt ihr direkt in den Wohnraum. Wo wir hier einen Tisch haben, wo wir hier die Küche haben, alles gemeinsam, Couch. Dort kann man abhängen, chillen und ja, was auch immer, bisschen Alici frittieren. Und dann hier hinten gleich direkt durch das Bad. Ist eigentlich alles da, was man braucht. Der Klodeckel,
der ist ein bisschen loose. Das kann das ein oder andere Mal auf jeden Fall zum Verhängnis werden. Da habt ihr noch eine Leiter, falls ihr eine Glühbirne wechseln möchtet oder ähnliches. Aber ansonsten Dusche ist da, warmes Wasser habt ihr. Der Wasserdruck ist so mäßig, aber man kann sich auf jeden Fall duschen, was auch cool ist. Guck mal hier. Haben wir eine Waschmaschine. Was ich auch immer ganz cool finde, Waschmittel. Und alles ist auf jeden Fall am Start. Wir haben auch gestern, wie ihr vorhin gesehen habt, eine Wäsche gemacht, weil wir werden dann weiter nach Griechenland fahren und dann sind wir wieder in einem Hotel. Deswegen ganz praktisch, wenn man schon 10 Tage unterwegs ist, dann seine Sachen waschen kann und dann wieder am Start ist für die nächsten 10 Tage. So, wie gesagt, Wohnzimmer und dann können wir hier durch. Insgesamt mit Bad 3 Räume. Da ist ein begehbarer Kleiderschrank. Ja, hier ist auch schon ein Schlafzimmer. Das Bett. Das Bett hast du extra fürs Video gemacht. Ja, voll. Wahnsinn, sonst das macht der nie. Ich muss sagen, ich habe gut geschlafen. Es ist nicht das überstabilste Bett und auch nicht das größte Bett, aber ich habe super geschlafen. In der ersten Nacht haben wir, glaube ich, bis 23:30 oder so gepennt, problemlos. Auch allgemein so der Vibe auf der Insel ist entspannt. So draußen hörst du die Leute sprechen und rumschreien, aber ich konnte trotzdem wie ein Baby ausschlafen. Wie so ein kleines Fenster hier oben auf jeden Fall zum Zumachen mit Schwung. Und was auch noch interessant ist, Klimaanlage auf jeden Fall am Start. Sowohl in dem Raum als auch im Wohnzimmer. Aber wir haben sie eigentlich nie verwendet. Es ist nämlich echt angenehm. Es ist, entweder sind die Mauern so gebaut, dass es einfach kühl ist. Oder, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Aber auf jeden Fall angenehme Temperatur. Ich habe super geschlafen. Und ansonsten, man fühlt sich wohl, man fühlt sich sicher direkt am Meer. Ansonsten, Küchenutensilien sind auf jeden Fall auch alle da. Es gibt Tücher, es gibt Schwämme, es gibt Töpfe, es gibt sogar ein bisschen Pasta. Oh, Scheiße. So, Grundnahrungsmittel sind am Start. Hier ist auch ein bisschen Kaffee, Zucker ist da. Also man kann ja auf jeden Fall gut leben. Man hat nette Nachbarn. Und da schaut hier sogar so eine kleine Bialetti. Also alles da zum Leben auf jeden Fall. Wir sind 3 Tage hier auf der Insel. Ursprünglich wollten wir 2 Nächte machen. Jetzt habe ich noch 1 Tag verlängert, um ein cooles Video hier zu drehen. Und ja, ich würde sagen, so viel zum Apartment. Gehen wir Mittagessen. Ciao. Benita. Ciao, ciao. Ready? Okay, si. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Posso andare in bagno? Sì. Vai. Dritta. Dritta. Also Leute, es geht los mit ein bisschen Olivenöl, dünn geschnittenem Knoblauch und Petersilie in einem Topf. Si, si. Grazie. Und hier sind auch schon vorbereitet Oliven, Tomaten und gekochte Eier. Und Vittoria beginnt schon die Kartoffeln zu schälen zusammen mit ihrem Mann. Ah, wie gut. Sie schält, er schneidet. Das ist Arbeitsteilung. So, und jetzt kommen die Alici in den Topf zum Öl, zu dem Knoblauch und zur Petersilie. Und dann nach 4 Minuten Braten werden die Fische mit, es sieht aus wie hausgemachter Weißwein, abgelöscht. Und schaut euch mal diesen alten, Alter, dieser Herd. Okay, die geschälten und geschnittenen Kartoffeln kommen zusammen mit den Oliven und den geschnittenen roten Tomaten in eine Schüssel und es geht weiter mit den Eiern. Lavati le mani. Lavare le mani. Mani. Lavare le mani. Waschen, Hände waschen. Ah, Hände waschen. Lavare ist für uns so. Lavare. Waschen. Ecco qua. Così. Allora. Und es geht weiter mit schon vorbereiteten geschnittenen Zwiebeln. Mm.
pomodoro, saccarina, ecco, tutta questa roba. Ehi? Sì. Cos'è che è spegna? Oh, parmigiano. Dice parmigiano o pecorino? Grana padano. Grana? Grana. Ah. Na, ist auf jeden Fall ein Stückchen Käse. Come ti chiami? Come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo, ah, I'm Lucas. Lucas. Sabrina. Sabrina. Vittoria. Vittoria, sì. Vincenzo. E tu, Luca. Lucas. Parmesan? Sei grande. Okay. Vincenzo schneidet ein fettes Stück vom Käse runter und schneidet kleine Stückchen in den Salat. Ja. Facendo il basilico. Basilico. Sì. Okay. Es gibt frischen Basilikum aus dem Garten. Ah, differente. Sì, sì. Differente. Questo è genovese, questo genovese. È napoletano. Ah, napoletano, questo, basilicum. Genovese. Italiano, questo è genovese. Ah. Ich würde auch gerne interessieren, was geschmacklich der Unterschied ist, aber das könnt ihr mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wenn ihr es wisst, zurück in die Küche. Die Fische sind, glaube ich, noch am köcheln. Oh. Alici. Uno momento. Vittoria. Sì, lo coltivo io. Lo so che il vostro basilico è più buono, non c'è più del fuoco. Mario, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Tschüss, Luigi. Das ist auf jeden Fall eine Flasche Olivenöl. Come? Sì, sì. Ja. Der Salat ist schon fast fertig. Mich, non ti preoccupare, mich. Ein guter Schuss Olivenöl. Okay. Das nicht gespart, ey. Oh, und jetzt wird der Salat umgerührt. Und man sieht richtig, wie sich die Kartoffeln mit dem Öl und mit dem Dressing vollsaugen und den Geschmack aufnehmen. Und ja, es riecht und sieht schon wundervoll aus. Basilikum, Zwiebeln, ganz viel mit Liebe gemacht, den Salat. E vostro. Oh, grazie. Vai, tutte e due. Te, una te. Grazie. Dazu gibt's ein Glas Wasser und frisches Brot. Oder Braten. So, Kartoffel, Ei, Tomate, mal alles darauf. Was ist noch gut? Buonissimo. 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 Ich hole auch mal. Mit dem Käse gut. Ein richtiger Oma-Salat. Mit Liebe. Mit so viel Liebe. Ist gut, gell? Frisch. Und einfach alles, was du brauchst, der Basilikum. Mancha. Mancha. Ey. Mancha. Du, mancha. Du, mancha. Sì, sì. Hey. Siete giornalisti. Und dazu gibt es die frisch in Knoblauch und Olivenöl gekochten Alici und zwei Gläser Wein. Mancha qua e poi mancha qua. Ah, okay. Ich glaube, sie meint, wir sollen erst den Salat aufessen und dann gibt es die Fische. Und wenn nicht, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich glaube, das ist die Vorspeise und dann gibt es die Fische. Also erst Gemüse aufessen, Leute. Oder Alici. Ich weiß gar nicht. Sagt man Alici oder Alici? Eine nimmst du nicht zu weit. Das ist nicht wirklich. Die schmeckt mir fast besser als frittiert. So dieses Olivenöl zusammen mit der Petersilie und dann diese Säure durch den Essig, der dazu kam. Wundervoll. Ich hätte es gern mit dem Salat kombiniert, aber Regeln sind nun mal Regeln. Die Gräten kann man einfach mitkauen. Problemlos. Schmeckt frisch, schmeckt saftig. Buonissimo. Buonissimo. Congratulazioni a lui. Ja, sì, congratulazioni.
Stefan dir lieb gekocht. Vittoria, wie alt bist du? Vittoria, quanti anni hai? 79. Jetzt wissen wir es nicht. Ah, sì. 79. Wow. Wow. Sono sveglia. Ich bin wach. Yay! Perfetto. Yeah. Ich habe gesagt, soll die Adresse aufschreiben, dann können wir einen Brief schreiben. Oh ja. 37. Perfetto. Mi, Luigi, lettera. To you. Ti scriveremo una lettera quando torneremo in Austria. Va bene, io la ringrazio. No, grazie. Bis später. No, grazie. Ti preoccupare, la stanno. Perfetto. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao. Buon bagno. Buon bagno. Bagno ist doch Klo. Hey, Freunde, gehen wir mal ein bisschen raus. Ich glaube, das süßeste Frühstück, das ich je hatte. Schaut mal, Broschi da. Wunderschön. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen durch die Straßen und Gassen, damit ihr mal seht, wie es da oben so aussieht. So, ein kleiner Nachteil an dem Standort da unten bei Marina Curricella ist, dass ihr könnt hier nur zu Fuß runter. Also die letzten 20 bis 30 Meter müsst ihr hier die Treppen nehmen. Das heißt, wenn ihr euch einen Roller nehmt, dann könnt ihr den nur dort oben parken. Was wir auch gemacht haben, 2 Tage. Also ist kein Problem. Aber nur, dass ihr euch dessen bewusst seid. Oder zum Beispiel, wenn ihr schweres Gepäck habt, ihr müsst es halt kurz hier runtertragen. Was aber auf jeden Fall machbar ist. Ihr müsst wissen, Porsche da ist wirklich super klein. So. Vom einen zum anderen Ende sind es gerade so 5 Kilometer. Also man kann rein theoretisch alles zu Fuß abgehen. Aber man kann auch einen Roller nehmen. Und das haben wir gestern und vorgestern gemacht. Freunde, wir sind auf dem Weg zu Antonio. Und Antonio ist ein Dude, den wir vor 2 Tagen kennengelernt haben, als wir hier auf die Insel kamen. Und zufälligerweise auch er vor seit 2 Tagen, genau am Öffnungstag, haben wir ihn kennengelernt. Seine Salumeria-Café-Imbiss eröffnet hat, wo es unglaublich leckere italienische Spezialitäten, Panini gibt. Und ja, wir haben mega gut gegessen und es war einfach ein cooles Erlebnis. Antonio mega korrekt, seine Leute mega korrekt. Deswegen möchte ich euch den Laden kurz zeigen. Buongiorno. Ciao ciao. Ciao ciao. Amore. Oh. Everything okay? Everything yes. Okay. Yes, yes, yes. How are you? Yes, okay. Good. Ja, das ist der Laden auf jeden Fall. Guck mal, hinter uns die Wursttheke. Bisschen Pasta haben sie auf jeden Fall. Die scheinen wirklich alle auf diese Giantoni das zu stehen. Das ist die beste Pasta, die gibt es bei uns zu Hause auch, nur dass es hier einfach 1000-mal mehr verschiedene Formen gibt. Ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber... Ich finde die, also ich kaufe die super gerne. Ich hätte gerne diese Form, ich würde die mitnehmen. Die haben auf jeden Fall mehr Auswahl als in Österreich. Ja, ah, da muss ich sogar ciao. Ciao. Then we have big plate yeah. With prosciutto and Parmesan, big plate of... One. Yes, yes, yes. Also Leute, wir haben eine fette Antipasti-Platte bestellt mit Prosciutto, mit Parmesan, mit eingelegten Zucchini. Vielleicht haben sie auch diesen Kürbis, den wir gestern hatten. Auf jeden Fall, wie gesagt, italienische Spezialitäten und Delikatessen. Und ja, da gibt euch mal einfach diese Mortadella. Big. Und schaut mal, hier draußen ist noch ein fetter Obststand, Obst und Gemüse.
mit einfach Tomaten, so süß und tomatig und saftig und fruchtig. Unglaublich, hatten wir gestern einen ganzen Sack voll. Und auch die Kirschen waren unglaublich lecker. Die Tomaten sind so fruchtig, gell? Die sind so lecker. Ich, ja, krieg nicht genug von denen. Die sind einfach so sweet. Wow. Schmeckt noch fast wie eine Frucht. Und hier direkt hinter dem Laden, ciao, dem Hof entlang, gibt es noch einen kleinen Sitzbereich mit Tischen und Stühlen, wo man sein Essen genießen kann oder sein kaltes Bier. Schaut mal dort oben, Burg einfach. Guck mal hier, am ersten Tag, als wir herkamen, haben wir gefragt, also wir sind dort hochgegangen, Antoni wollte uns da oben was zeigen. Und dann haben wir gefragt, ob wir da oben auf der Treppe sitzen dürfen und was essen. Und er meinte ja. Und dann saßen wir da oben, haben das gegessen und dann kam er noch und hat uns Oliven und Käse gebracht und zwei kalte Bier. Also das meine ich mit auf jeden Fall sehr korrekter Dude. Ciao. Ciao. Oh, grazie. Okay. Da bere? Bere? Sì, sì. Cosa? Birra? Peroni. Peroni grande o piccola? Piccola. Ok, due? No, acqua. Ok. Grande acqua. Naturale? Sì. Frizzante. Ok. Frizzante, ok. Ja, die Vorspeisen sind da. Octopus, dein Lieblings, eh? Octopus Salat. Ah, perfetto. Grazie. Das ist so ein Reissalat mit so kleinen Würstchen drin. Tomaten, so Oliven und einfach perfekt abgeschmeckt. Mhm. Den habe ich gestern einfach schon inhaliert. Starten wir mal mit einem Schluck kaltem Bier. Salve. Spettacolare! Ja, okay, grazie. Und jetzt schaut euch diesen Tisch an. Wundervoll. Grün, rot, lila, weiß. Dieser Oktopussalat, der lacht mich schon die ganze Zeit an. Ich glaube, da müssen wir direkt mal ein bisschen was aufspießen. Schaut mal, schön frisch, mariniert. Wahrscheinlich heute Morgen aus dem Meer geholt. Er ist auf jeden Fall noch sehr gummig, muss ich sagen. Aber geschmacklich Bombe. Aber eins sage ich euch, diese Tomaten. Die sind einfach buonissimo. Die sind so süß, so fruchtig. Also da muss man einfach grinsen, wenn man in so eine Tomate beißt. Und da drüben sehe ich schon eine Krokette, da platzt schon so der Käse raus. So, die müssen wir jetzt einfach nehmen. Boah. Kartoffeln und Käse, hä? Beste Leben. Kartoffeln, Käse und frittiert. Da kann nur Liebe dabei rauskommen. Okay Leute, Brot ist eingetroffen und ich würde sagen, damit machen wir uns direkt ein kleines Sandwich mit dieser frischen Mortadella. Einfach drauf. Ich würde sagen, machen wir gleich zwei. Doppelt hält besser. 50-50, Brot zu Mortadella. Und dann Leute, hier diese eingelegte Aubergine. Oder besser gesagt Melanzane und die so wundervoll eingelegt in Balsamico. Schmeckt so leicht sauer, einfach wundervoll. Let's go. Frisches Brot, frische Wurst, harmoniert. Seht ihr, das ist das Verhältnis, das ihr braucht, von Wurst zu Brot.
Wunderschön. Dankeschön. Na gut, ich mache mir auch ein Sandwich. Mit frischen Prosciutto. Der hat das ziemlich dick runtergeschnitten, muss ich sagen. Dick ist gut. Mhm. Obwohl, ich finde es schon geil, wenn du ein Prosciutto so hauchdünn runtergeschnitten hast. Stimmt auch. Ja. So, ich werde da auch eine Melanzani drauflegen. Noch eine zweite. Mhm. Mmh, buonissimo. Aber es ist zu dick runtergeschnitten. Es ist gerade dünner. Ja, Freunde. Und neben der Krokette liegt noch ein Arancini. Zumindest glaube ich das. Und wir sind richtig. Ah ja, das hatten wir ja schon mal. Hier dieser frittierte Reis, noch zusätzlich gefüllt mit Käse und ganz leicht Wurst ist da mit drin. Wundervoll, so klebriger, käsiger Reis und einfach frittiert. Probieren wir noch die Zucchini. Dünn geschnitten, mariniert und eingelegt. Das mit dem Einlegen haben die auf jeden Fall verstanden hier. Die Zucchini, aber vor allem die Melanzani, Leute. Besser gibt's ja nichts. Und die Tomaten. Wundervoll. So, dann haben wir hier diesen Reissalat. Da ist so einiges drin in Mais, Oliven. Das sind schwarze Oliven, Sellerie, Karotten, Tomaten, bisschen Rucola. Und ich glaube, jede Menge Öl ist da drinnen. Und die Würstchen. Erbsen und die Würstchen, genau. Das schmeckt eigentlich wie, das schmeckt wie die Mortadella, nur ein Würstchen. Mini-Mortadella. Gibt es Mortadella-Würstchen? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall schmeckt der geil. Der Reis ist irgendwie so klebrig, ölig, schmeckt ein bisschen nach Essig. Das schmeckt einfach geil. Sensationell. Ciao, ciao, 5 minuten. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie. Grazie mille. Antonio, grazie. Grazie per... grazie a voi. Mm-hmm. Grazie. Two person for me, too much important. Important? Mm-hmm. Grazie. You too fast. Grazie. Grazie a voi, grazie mille. Where are you going? Tomorrow. Tomorrow we're going, si. Tomorrow morning. Tomorrow morning to Greece. Va bene. Ciao, grazie ancora a lui. Ciao, grazie. 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 Ciao, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Go. Let's go. Neue Freunde auf Proschida. Und wir sind auf dem Weg zu einem von zwei Aussichtspunkten, die wir heute besuchen werden. Der, zu dem wir jetzt gehen, der ist schon nicht schlecht. Man hat so einen schönen Überblick über die Küste. Und man sieht sogar die Bucht, in der wir, beziehungsweise der Hafen, in der wir unser Apartment haben. Da sind wir. Hoho. Nicht schlecht, ja? Da, schaut mal. Moment. Dort. Genau dort ist unser Apartment. In dieser bunten Häuserversammlung. Dann haben wir da unten einen schönen Strand. Dort sind wir gestern gelegen, entspannt. Das Meer. Da hinten ist noch diese Burg. Das ist der zweite Aussichtspunkt, zu dem wir heute gehen werden. Und dort hinten in voller Pracht sehen wir den Kollege Vesuv. Ein wunderschöner Ausblick.
Und jetzt, liebe Freunde, gehen wir zu einem Restaurant, das uns Antonio empfohlen hat, bei dem wir auch am ersten Abend essen waren. Das habt ihr auch eben unten am Strand gesehen, dafür müssen wir jetzt gleich da vorne runter. Dort zu essen ist einfach wunderschön, mit diesem Ausblick direkt am Meer. Aber das werdet ihr gleich sehen. Und hier geht's zum Restaurant La Conchilla. Julia! Die Treppen sind nicht gerade kurz. Hä? Aber es lohnt sich auf jeden Fall für den Strand und die Lobsterpasta. Sind wir da. Ihr seht, dort geht's runter zum Strand. Kann man sich eine Liege schnappen oder sich einfach nur in den Sand legen. Und hier geht's ins Restaurant. Buongiorno. Ciao. Perfetto, grazie. Prego. Ihr seht, Leute, was ich meine. Vor allem, wenn ihr am Abend herkommt und es ruhig und wenig los ist, ein Traum. Es gibt auch viele Plätze, wie ich finde. Und es ist einfach wie so ein langes Schiff, das im Wasser steht mit dieser alten Holzdecke. Stark. Ciao. Ciao. Come stai? Do you think? Chi dice dei proprietari? No, non è bello, Chef? Non è bello. Chef? Chef. Nice. Okay, schauen wir mal, wie die Lobsterpasta zubereitet wird. Geht schon los mit unserer Pasta. Ich habe die Lobsterpasta bestellt. Und ja. Und wir fangen an mit, ich glaube, genau einem halben Lobster. Man sieht eine Schere, man sieht den Schwanz in einer Pfanne zusammen mit ein bisschen Öl, ein paar Tomaten auf der Flamme. Ich glaube, nebenan ist die Pasta schon am Kochen. Und ja, ich kann kaum erwarten, dass die zwei Elemente zusammengefügt werden. Frische Petersilie kommt in die Pfanne. Und die Pasta kommt aus dem Wasser und zusammen mit dem Nudelwasser in die Pfanne. Okay, ready. Wow, prima. Ciao, grazie. Okay, Leute, die Pasta ist fertig und ich sehe sie schon am Tisch. Du Salat oder was? Nee, Obst. Obstsalat. Mhm. Und so gut die Kirsche. Salute. Der schmeckt auf jeden Fall hausweinig. Er schmeckt so ein bisschen mostig. So. Einfach wie du dir einen Hauswein vorstellst. Aber genug vom Wein, kommen wir zum Eingemachten. Wir haben eine wunderschöne Lobsterpasta am Tisch stehen. Ihr habt gerade gesehen, wie sie zubereitet wurde. Kann kaum erwarten, da loszulegen. Gleich doppelt Pasta. Deiner kleinen Tomate. Schön die Crema mitnehmen. Man schmeckt direkt so diesen Lobster-Flavor in der Soße. In dieser cremigen Soße außen an der Nudel und die Nudel perfekt al dente. Für meinen Geschmack könnte die Soße noch so ein bisschen noch cremiger sein, aber auf jeden Fall ultra lecker. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein in unseren Hummer. Weiches, süßes Lobsterfleisch. Das werde ich mir hier direkt zusammen mit zwei weiteren Nudeln. Ich habe leider vergessen, wie diese Pasta-Sorte heißt, diese Nudelsorte. Aber ich bin mir sicher, dass sie zusammen mit diesem Stückchen Lobsterfleisch wundervoll schmecken wird. Dafür bin ich hierher gekommen. Hummer, Pasta und dieser Ausblick. Kann sich sehen lassen, oder? Greifen wir mal zum Werkzeug. Kurze Armbar.
Alter, ist es in einem Stück. Ist noch dran. Okay, jetzt müssen wir konzentriert arbeiten, Leute. Mr. Krabs, hä? Und ja, den probiere ich einfach so. So süßlich erfrischend. So Lobsterfleisch besteht immer aus so kleinen Fasern. Einfach süßlich zart. Direkt eine Nudel hinterher. Oder zwei. Oder drei. Wenn du deine Pasta schon fast aufgegessen hast und das noch so ein bisschen Soße, schönes Brot mit der weichen Seite dippen und dann noch den gesamten verbleibenden Rest der Soße auf dem Teller mit dem Brot absorbieren und verspeisen. Thank you. Grazie. Bye, bye, see you. Bye. Bye. Ciao, 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 buonasera. Ciao. Okay, Leute, weiter geht's. Auf die Burg. Wir haben hier einen kleinen Blumenladen entdeckt. Und wir dachten uns, wir bringen Vittoria einen kleinen Strauß Blumen mit als Dankeschön. Und vielleicht finden wir noch eine Flasche Wein für Vincenzo. Das ist doch süß, oder? Was sagt ihr? Ciao. 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 Jetzt brauchen wir nur noch Wein, ne? Schauen wir mal, ob wir hier Wein finden. Für Vincenzo. Ciao, ragazzi. And we need, I need a good wine for for present. White or red? White. White. Okay. Grazie, ciao. 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 Mission completed. Ey, wie gern würde ich mit dem Ding eine Runde drehen? Fiat. Was ist das denn, Alter? Das sieht aus wie das Kriegszeichen. Aber noch doppelt in Schuss. Auf geht's, Leute, zu Aussichtspunkt Nummer 2. Der höchste Ort auf dieser Insel. Wow, gebt euch mal. Ah, warte, ich zeig's euch erst ganz oben. Ja, Freunde, seid ihr bereit für den Ausblick? Roche da, Baby. Schaut, hier ist wieder unser Apartment und dort hinten haben wir vorhin gegessen, unten am Strand. Schreier, hast du mal drüber nachgedacht, dass das Mikrofon da vorne ist, die ich sonst nicht hören? Kennst du Sarkasmus? Klugscheißer. Kennst du? Auf jeden Fall wunderschöne Häuseransammlung in Pastellrot. Pink, blau und gelb. Diese kleine Kapelle dort. Und auf der anderen Seite sieht man schon wieder das Meer. Wundervoll. Da hinten die Berge. Der Berg da hinten dürfte dann schon wieder Ischia sein. Die andere Insel hinter Procida, ein bisschen größer. Und ja, Freunde. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und auch unser Procida-Aufenthalt. Ich habe noch so eine kleine letzte Speise, die wir zu uns nehmen werden, auch dort unten. So, wir wollen ja erst Eis essen, oder? Wollten wir? Ah ja, stimmt. Wir sind raus. So, Leute. Wie ich euch gesagt habe, hier entlang
des Hafens von Coricella, Marina Coricella, gibt es Cafés, Restaurants, kleine Bars. Schaut dort. Waren wir heute Morgen das Cornetto essen und den Kaffee trinken. Und dort hinten kommt eine kleine Gelateria, wo wir jetzt noch ein Gelato genießen werden. Willkommen. Se volete assaggiare qualcosa, parlate italiano? English? No. English, okay. Perfect. So if you want to taste something before to order it, no problem at all. Nice. If you want, I can explain you in English whatever we have. This one, right? Ricotta and pear. Ricotta, hazelnut and pistachio. Yeah, about this one, this ricotta. Si, si. Okay, perfect. Because we have also the cheesecake. No, Here you go. Grazie. Thank you so much. Of course, if you want, thank you. You can take a seat at the table. No thank problem you. At all. Okay. Thank you. Grazie. Bye. Have a nice afternoon. Thank you, you too. Ciao. Die Sorbets sind so unglaublich lecker. Ich musste da gerade bei dir. Wow. Aber ich kann irgendwie nie ein Sorbet nehmen. Ich muss irgendwie immer cremiges Eis nehmen. Ecco qua. Das Sorbet ist so fruchtig und zitronig. Unglaublich, ja. Der Shit. Wahnsinn. Schaut, drei wundervoll cremige, süße Eisbollen. Wir haben Ricotta, wir haben hier Haselnuss und dann so ein schön grünbraunes Pistachio, von dem ich auch gleich einen Löffel nehmen muss. Mm. Hm. Hm. Ich liebe gutes Pistazieneis. Es macht einen einfach glücklich und vor allem dieses in Kombination mit diesem Ricotta. Hm. Einfach Ricotta-Eis. Ricotta-Eis. Und das bei diesem Ausblick wieder. So, egal wo du hier in der Insel essen oder Eis essen oder was trinken gehst, du hast immer das Meer vor dir. Immer so süße kleine Boote. Hörst die Möwen, hörst das Wasser. Perfetto. Einfach bellissimo und buonissimo. Halb geschmolzen jetzt, na toll. Gehen wir zurück zu Vittoria und Vincenzo. Mit Blumen und Wein. Ciao. Oh. Io torto i panni qua, capito? No. Io torto i panni. Ah. I panni, la portata te. For me? La camicia e la maglia. Ah. Tua. That's for you. Mia. Ringrazio. Grazie. Of course. Bella. Bella. And that's for you, Vincenzo. Oh. Of course. Et papa, et Philadelphia, et ta part. Ça, c'est un petit Bella, bella, io vi ringrazio. Perché avete fatto? Per io. Because for the food. Di niente, di niente. Di niente. Di niente. No. Va bene. Together, together. Vieni vicino a me. Ja, mach mit dem Handy auf. Perfekt. Ah, stai prendendo a lui. Ciao. Ciao. Nice to meet you. Also, ciao. 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 Thank you. Ciao, Vittoria. Ciao, Vittoria. See you soon. Ciao. Stay. Grazie. Bye bye. Ciao. 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 Buon viaggio. Ciao. Buon viaggio. Piano, piano. Sì, sì. So, liebe Freunde, das war's aus Procida. Wundervoller Tag, wundervolle Menschen, wundervolles Essen.
Und ja, wir sehen uns in Griechenland wieder. Macht's gut, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne den Kanal. Peace. Schwitze. Ja, die Koffer sind nicht gleich. Habt ihr die Treppe gesehen? Das ist Ding. Ding. Keine Ahnung. Aber ich werde ein bisschen das Fett entfernen. Sorry. Wir haben da noch weiteres. Bessere gibt's nichts. Dort hinten sehen wir den Kollege. Ach, io faccio tutto perché sono allenata. Warum bin ich trainiert? Comarin. Comarin. La patata, le olive, la cipolla. Kartoffel. Sie hat gesagt, du bist eine Kartoffel.